Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr da seid heute an diesem Dienstagabend und schön, dass ihr eingeschaltet habt auf joelmediatv.de. Wir haben heute die sechste Folge. Wir wollen den zweiten Teil der Geschichte von Zacharias betrachten. Vielleicht habt ihr schon mal zu Hause etwas weiter vorgelesen, euch Gedanken gemacht und wir tauschen uns darüber aus. Aber wir wollen den Abend natürlich beginnen, wie jedes Mal, mit einem Gebet. Und ich lade euch ein, da wo es möglich ist, dass wir gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, es ist ein wirkliches Vorrecht, hier sein zu dürfen und in deinem Wort zu lesen. Ein Vorrecht, sich Gedanken machen zu können über das, was du uns sagen möchtest. Und wenn wir dein Wort aufschlagen und darin lesen, forschen, studieren, versuchen, die Zusammenhänge zu ergründen, dann möchten wir dich bitten, dass du uns auch zeigst, wie diese Verse auf unser Leben anzuwenden sind, dass wir sehen, welche Bedeutung sie für uns haben. Und wir bitten dich, dass du uns ganz deutlich machst, welche Botschaft du heute für jeden Einzelnen von uns vorbereitet hast. Sprich du zu uns und halte alle Störende fern. Im Namen Jesu. Amen. Wir haben letztes Mal uns angeschaut, die Geschichte von Zacharias im Tempel. Wir haben damit begonnen, die eigentliche Evangeliumsgeschichte aufzurollen. Nachdem wir die Einleitung angeschaut haben, nicht wahr? Matthäus hat gezeigt, wie die Juden auf Jesus gewartet haben und Lukas zeigt, wie die ganze Welt auf Jesus gewartet hat und Johannes, wie das ganze Universum auf ihn gewartet hat, haben wir begonnen in Lukas 1 ab Vers 5 mit der eigentlichen Erzählung. Wir haben gesagt, Lukas fängt am frühesten an. Und er fängt dort an, wo die ganze Hoffnung Israels zentriert war, im Heiligtum, ja. Mit diesen beiden gerechten Menschen, die wie Sterne geleuchtet haben in ihrer Welt, mit Elisabeth und mit Zacharias. Er gibt eine Zeit an, zur Zeit von Herodes, er gibt zwei Menschen an, er gibt ihren Charakter an, er gibt das Problem an, sie konnten keine Kinder bekommen und dann beginnt diese Geschichte im Tempel. Und wir haben gesehen, dass er dort, als er am Tempel stand, plötzlich einen Engel gesehen hat. Ja? Und er hat sich gefürchtet und erschrocken. Und der Engel sagt dann zu ihm, fürchte dich nicht, denn dein Gebet ist erhört worden. Und du wirst einen Sohn nennen und man bekommen und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und dann wirst du viel Freude haben. Und dann haben wir aufgehört in Vers 15, wo es heißt, denn er wird groß sein vor dem Herrn und Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit Heiligem Geist wird er erfüllt sein, schon vom Mutterleib an. Also dieses Kind, das macht der Engel ihm deutlich, wird ein besonderes Kind sein, ja. Und es wird erfüllt sein vom Heiligen Geist von Geburt an. Und deswegen soll er auch ganz besondere, ja, ein ganz besonderes Leben leben. Sich Dinge enthalten, die schädlich sind für ihn. Was der Engel bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gesagt hatte, war, was die Aufgabe dieses Kindes sein würde, oder? Er hat gesagt, was der Name sein wird, er hat gesagt, dass es da Freude über ihn geben wird, dass er groß sein wird, einen tollen Charakter haben wird und wie er darauf vorbereitet sein soll auf seine Aufgabe. Aber was seine Aufgabe sein wird, das kommt jetzt in Vers 16. Schaut mal in Vers 16, was dort steht. Dort heißt es, und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Jetzt mit euren eigenen Worten, was beschreibt diese Aufgabe? Was heißt das, dass er die Kinder Israels zu ihrem Gott zurückführen soll? Er wird missionieren, okay, ja. Ja, das ist eigentlich der Skandal des Verses, oder? Die Israeliten haben ja nur wirklich gedacht, mit all ihren Regeln und Sonderregeln und Regeln zu den Sonderregeln, dass sie jetzt wirklich auf Gottes Seite stehen, oder? Also, dass sie vor Jahrhunderten abgefallen war, das hätte jeder Israelit zugestimmt, ja, vor dem babylonischen Exil, ja. Aber dass sie jetzt abgefallen sind mit all den Extra-Regeln, die sie haben, so super gehorsam, wie sie sind, das hätte sich wahrscheinlich keiner träumen lassen. Aber Gott sagt durch den Engel, dass viele zurückgeführt werden, was also heißt, dass noch mehr von Gott sich entfernt haben. Ja, also das Volk Israel ist in großer Mehrheit von Gott abgewichen, obwohl sie das selbst gar nicht gemerkt haben oder nicht bewusst wahrgenommen haben. Was war denn die Hauptbotschaft von Johannes dem Täufer während seines öffentlichen Dienstes? Buße tun. Genau, was heißt denn Buße?
Umkehr, nicht wahr? Das ist die Gesinnesänderung, Metanoia, nicht wahr? Oder, ja, genau so wird es, Metanoia wird es, glaube ich, ausgesprochen. Die Umkehr, die Sinnesänderung, dass das Denken von einer Richtung in eine andere Richtung gelenkt wird. Ellen White sagt, seine Aufgabe bestand darin, die Gedanken der Menschen in eine neue Richtung zu lenken. Und das ist keine so einfache Aufgabe. Stellt euch vor, also ich meine, vergleicht das mal, man kann Menschen unterhalten, man kann ihnen vielleicht sogar Angst einmachen, man kann sie begeistern, aber dafür sorgen, dass Menschen neu denken, das ist wirklich eine Herausforderung. Und ihr wisst, da kommen wir gleich noch dazu, dass Johannes der Täufer ein Vorläufer ist auch für uns. Ja, Johannes der Täufer war der Vorläufer für Jesus erste Ankunft. Ja. Und wir sind die Vorläufer auf die zweite Ankunft Jesu. Und die Hauptaufgabe des Johannes war nicht einfach nur ein Beispiel zu sein. Seine Aufgabe war es, die Gedanken der Menschen in eine neue Richtung zu lenken. Tut Buße, war seine ständige Predigt, nicht wahr? Genau. Also die neue Richtung war nicht irgendwie frei, sondern die neue Richtung der Gedanken sollte auf Gott gerichtet sein, zu ihrem Herrn, ihrem Gott. Jetzt schauen wir mal Vers 17 an. Da heißt es, und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Jetzt, wenn ihr Zacharias gewesen wärt und ihr hört diese Worte, woran hat der wohl gedacht in dem Moment? An Malachi 3. Und das schlagen wir mal kurz auf, weil da lohnt es sich mal kurz hier hineinzuschauen. Malachi Kapitel 3. Was ist das Besondere an Malachi? Das ist ein kleiner Prophet, aber das ist nicht besonders. Da gibt es noch 11 andere, nicht wahr? Genau. Er war zwar nicht das letzte Buch im Hebräischen Alten Testament. Das letzte Buch im Hebräischen Alten Testament ist Chronik. Aber er war der letzte Schreiber des Alten Testaments, der am spätestens gelebt hat von allen. Ja? Also seine Botschaft ist also chronologisch gesehen die letzte Botschaft, die Gott zum Volk Israel gesprochen hat. Nach Malachi beginnt ein langes Schweigen von vielen Jahrhunderten. Ja? Keine Propheten, keine Botschaften, keine biblischen Bücher. Und das erste Mal, dass Gott sozusagen nach Malachi wieder direkt kommuniziert zu den Menschen, ist hier in Lukas 1. Ja? Und Malachi endet seine letzte Botschaft mit den letzten beiden Versen in Malachi 3 und dort Vers 23. Dort sagt er, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Also mit anderen Worten, da haben wir das Alte Testament und das geht bis Malachi. Ja. Und das Letzte in Malachi ist diese Erwähnung von dem kommenden Elia. Ja. Damit hört es auf. Und dann ist eine lange Pause, keine Prophezeiung, keine Propheten, keine Visionen, nichts. Und dann, Jahrhunderte später, spricht Gott zum ersten Mal wieder hier in Lukas 1 und greift sozusagen direkt auf diese Prophezeiung zurück und sagt, der jetzt geboren wird, ist die Erfüllung von dem Elia. Damit ist also Lukas 1 sozusagen, da docken das Alte und das Neue Testament aneinander quasi so. Ja? Eine direkte Verbindung. Der Elia soll kommen. Nun, war denn Johannes der Täufer dieser verheißene Elia? Schaut mal mit mir in Matthäus 17. Lasst euren Finger noch in Malachi, wir kommen da gleich drauf zurück. Matthäus 17. Und dort ab Vers 10. Matthäus 17 ab Vers 10. Seine Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen müsse? Also war das allgemein bekannt, dass vor dem Messias der Elia kommt, ja oder nein?
Es war allgemeines theologisches Wissen. Alle wussten, bevor der Messias kommt, kommt Elia. Und jetzt sagt Jesus in Vers 11, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Jetzt der Vers oder der Abschnitt ist sehr interessant. Er sagt nämlich, dass Johannes der Täufer wirklich die Erfüllung von Maleachi war. Aber was sagt uns der Abschnitt noch? Es gibt noch einen Elia, noch einer, der in der Zukunft liegt, oder? Jesus sagt, Elia kommt noch, er wird alles wiederherstellen. Und dann sagt er, aber Elia ist schon da gewesen. Das heißt, diese Prophezeiung von Maleachi war natürlich nicht die Ankündigung des buchstäblichen Elia, obwohl der theoretisch hätte kommen können, er ist ja im Himmel. Er hätte vom Himmel kommen können. Aber das war nicht gemeint. Ja. Und übrigens, in Matthäus 17 war ja sogar der buchstäbliche Elia vom Himmel gekommen. Kennt ihr die Geschichte? Matthäus 17, die Verherrlichung von Jesus. Da kommt der buchstäbliche Elia vom Himmel. Aber das war nicht die Erfüllung von Maleachi. Sondern die Erfüllung von Maleachi war zuerst einmal Johannes der Täufer und wird dann noch einmal sein. Ja, wer genau ist jetzt die Erfüllung? Diejenigen, die auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Ja, das Adventvolk. Ganz genau. Also, übrigens, was hat Johannes gesagt, als er gefragt worden ist, bist du der Elia? Wisst ihr das? Was hat er gesagt? Schaut mal in Johannes 17. Johannes 1, Entschuldigung. Johannes 1. Und dort Vers 21. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und was sagt er? Ich bin's nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens haben sie wirklich ja das buchstäbliche Kommen des Elias erwartet. Und er war nicht der Elia, der buchstäbliche Elia. Zweitens war er ja deswegen Elia, weil er eine Botschaft hatte. Aber weil sie diese Botschaft oder viele diese Botschaft ablehnten, war er für sie nicht der Elia. Ja. Die Kraft und der Geist des Elia offenbaren sich nur dem, der die Botschaft auch annimmt. Aber da kommen wir dann dazu, wenn wir mal Johannes 1 an der Stelle weiter studieren werden. Also, jetzt habt ihr euren Finger noch in Maleachi? Wenn ihr Maleachi 3, Vers 24, vergleicht mit Lukas 1, was fällt euch auf? Ist nur ein Teil genannt, was fehlt denn? Also was wird genannt? Was ist in beiden Fällen gleich? Genau, gut, in Maleachi steht das Herz der Väter zu den Kindern, aber wir denken mal, das ist jetzt eher unentscheidend, ich glaube nur Herz oder Herzen. Aber das Herz der, wir haben in Maleachi haben wir das Herz, also wir haben Väter zu Kindern und dann in Maleachi haben wir auch die Kinder zu den. Na gut. Also Lukas addiert da noch was dazu sozusagen. Genau. Also Vater zu Kindern haben wir bei Lukas auch. Haben wir die Kinder zu den... Schaut mal genau hin, Lukas. Haben wir da die, auch die Kinder... Was haben wir denn stattdessen? Und Lukas haben wir Vater zu den Kindern und? Schaut mal genau hin. Wir haben die... Die Ungehorsamen zu den, zu wem? Vielleicht, ja, die Ungehorsamen zu dem, der, genau, zur Gesinnung der Gerechten, also zum Denken, also zur Gesinnung, ja, da geht es um was bei der Gesinnung? Genau, da geht es ums Denken, oder? Was war die Aufgabe von Johannes? Dass dem Denken der Leute eine neue Richtung zu geben. Aber schaut nochmal genau hin und bleibt mal nicht in Vers 17, sondern schaut mal um Vers 17 herum. Gibt es doch irgendwo Kinder und Väter? Oder so ähnliche Idee wie Kinder und Väter? Dass die Kinder auch... Ja,
Genau, wo? In Vers 16, da haben wir die Söhne Israels, oder manche übersetzen auch die Kinder Israels, zu wem? Zu Gott, zu ihrem Vater, ja? Also Vers 16 hat den Gedanken auch. Er hat das nur so ein bisschen anders formuliert, ja? Er sagt, die vielleicht habt ihr mal eine Predigt über Maleachi gehört. Meistens wird Maleachi so ausgelegt, dass es da um die Familie geht. Ja, wenn, bevor Jesus wiederkommt, werden die Generationen miteinander wieder harmonisch sein. Ja, die Eltern werden sich den Kindern zuwenden und die Kinder den Eltern. Und das ist natürlich eine gute Sache, eine feine Sache. Nichts dagegen. Aber, genau, Gabriel zeigt, es geht eigentlich um eine geistliche Sache. Es geht nicht nur um Ehe und Familie. Es geht darum, dass die Ungehorsam sich zu der Gesinnung der Gerechten zu wenden, dass die Kinder Israels sich wieder zu ihrem wahren Vater, nämlich Gott, hinwenden. Ja. Nun, was war denn die Kraft? Ach übrigens, es heißt, und er wird vor ihm hergehen. Wer ist denn vor ihm? Wer ist ihm? Nach Vers 16, wer ist ihm? Also Vers 16 sagt, und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er, Johannes, wird vor Gott. Das ist wieder so ein schöner Beweis dafür, dass Jesus Gott sein muss, oder? Ja, also ich sammle mittlerweile diese Beweise, weil es immer wieder Leute gibt, die das irgendwie nicht verstehen wollen. Und überall, auch da, wo es jetzt gar nicht das eigentliche Thema ist, ja, findet man diese Hinweise, Jesus ist Gott. Ja. Johannes soll vor Gott einhergehen, und dann haben wir viele andere Stellen in der Bibel, die deutlich machen, Jesus ging vor Jesus her. Er sagt an einer Stelle zum Beispiel über Jesus, das ist der, der nach mir kommen soll. Jetzt, wenn jemand nach mir kommen soll, was war dann meine Aufgabe? Ich bin vor ihm gegangen, ja, und er kommt nach mir. Ja. Genau, die Könige hatten eine Vorhut und diese Vorhut sollte alles begradigen, nicht wahr? Die Hügel platt machen und die Täler aufschütten, nicht wahr? Die hätten hier bei uns im Schwabenland viel zu tun gehabt, nicht wahr? Aber nein, die Idee ist, da kommt jemand, der macht den Weg, der bereitet den Weg. Das war die ganze Idee von Jesaja 40. Da kommen wir dann ein andermal zu. Ganz genau. In Johannes 1, Vers 6 hatten wir schon diese Idee ja gehabt, nicht wahr? Als wir über die Einleitung von Johannes gesprochen, wo er sagt, es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes, nicht wahr? Und er kam zum Zeugnis, um Zeugnis zu geben von dem Licht, dass die Menschen an ihn glauben sollten. Ganz genau. Nun, genau, danke schön. Jetzt kommen wir mal dazu. Was war denn der Geist und was war die Kraft von Elia? Was hat denn Elia als Propheten so ausgezeichnet? Er stand treu zu Gott und hatte eine klare Botschaft. Was waren denn so Botschaften von Elia? An welche Botschaften könnt ihr euch erinnern? Am Karmel, was war seine Botschaft? Er stand ganz alleine vor dem Volk, vor den Baalspriestern und hat für Gott gekämpft. Was war seine Botschaft? Ja, sein Gebet in Jakobus wird das gesagt, nicht wahr, dass er so inständig gebetet hat, ja, wo es heißt, er war ein Mann von gleicher Gemütsverfassung wie wir, aber er betete und es hat 3,5 Jahre lang nicht geregnet und er betete wieder und es regnete, ja. Gott hat ihn ernährt, ja, genau, hat ihn geführt und was auch für uns zutrifft, ja. Genau, seine Botschaft war, die Elia-Botschaft, die klassische Elia-Botschaft auf dem Karmel war, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Entweder Baal ist Gott, dann betet ihn an, oder Jahwe, der Herr ist Gott, betet ihn an, entscheidet euch. Das heißt, Elia war ein Entscheidungsprophet. Er hat gesagt, entscheidet euch, so wie damals Josua gesagt hat, nicht wahr? Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Übrigens, wie hat sich Elia dem König gegenüber verhalten? Respektvoll, aber was ist die allererste Botschaft, die wir von Elia kennen? 1. Könige 17, Vers 1. Da kommt er zum König und sagt, schlag mal auf, 1. Könige 17, 1. Könige 17, Vers 1, damit geht die Geschichte von Elia los.
So wahr der kommt zum Ahab, ja, und sagt: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Sagt es, geht, Ende aus der Diskussion. Ja, stellt sich vor den König und sagt: Es wird nicht regnen, und geht. Ja, als der König dann später ihn findet, ja, als er sich dann dem König zeigt, nach den 3,5 Jahren, und der König ihm sagt: Bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Was sagt Elia dann? Schaut mal in 1. Könige 18, Vers 18. Als Ahab ihm vorwirft: Du bist der, der Israel ins Unglück stürzt. Da sagt Elia: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du. Und das Haus deines Vaters. Elia, eines der Kennzeichen von Elia war, er war unglaublich furchtlos. Ich meine, er war nicht unhöflich, aber er war furchtlos. Ja. Klar, deutlich, kompromisslos. Er hat dem König ins Auge angeschaut und gesagt, nicht gesagt: Naja, du hast schon recht, ich habe auch meinen Teil jetzt hier dazu beigetragen und lass uns irgendwie einen Kompromiss finden. Er hat gesagt: Nicht ich bin schuld, du bist schuld. Gut, ich meine, er war ein Prophet, nicht wahr? Er hat Gottes Botschaft weitergegeben. Aber der Punkt ist der: Gibt es eine Geschichte im Leben von Johannes dem Täufer, die ganz ähnlich ist, wo dich dieser selbe Geist, diese selbe Kraft offenbart? Herodes, was hat er dem Herodes gesagt? Genau, er hat sich genauso vor den König Herodes gestellt, so wie Elia damals vor Ahab, und hat gesagt: Das, was du tust, ist Sünde. Er hat nicht gesagt: Naja, da müssen wir irgendwann mal was reformieren. Er hat gesagt, er hat die Sünde beim Namen genannt, egal wer es war. Er hat kein Ansehen der Person gehabt. Ja, und das ist sicherlich ein wesentlicher Teil von dieser Kraft und diesem Geist von Elias. Hat Elia auch zur Umkehr aufgerufen, zur Buße? Definitiv. Übrigens, hat Johannes der Täufer auch nur innerlich den Elia wiedergespiegelt? Äußerlich, wie sah denn der Elia aus? Genau, schaut mal mit mir in 2. Könige. Man konnte den Elia schon am Äußeren erkennen. In 2. König Kapitel 1, Vers 7 und 8. 2. König 1, Vers 7 und 8, da sprach er zu ihnen: Wie sah der Mann aus, der euch begegnete und dies zu euch sagte? Sie sprachen zu ihm: Der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seinen Lenden. Er aber sprach: Es ist Elia der Tisbiter. Das heißt auf Deutsch, da, was steht bei dir? Okay, ja, vielleicht, das ist Luther, ne? Ja, hat Luther übersetzt, langes Haar. Aber Elberfelder sagt, glaube ich, auch Ziegenhaare, oder so ähnlich? Ja, ja. Also ich denke, das ist die wahrscheinlich korrekte Übersetzung. Der Punkt ist, es gab dort wohl nicht viele Menschen zu der Zeit, die so einfach gekleidet waren. Man konnte ihn allein an dieser Beschreibung identifizieren. Jetzt hat Johannes der Täufer genau dasselbe angehabt? Nein, nicht ganz genau dasselbe. Er hatte kein Ziegenhaar, sondern es war aus Kamelhaar, genau. Die Idee dahinter ist natürlich die: Er hat ihn nicht exakt imitiert, sondern es geht um das Prinzip. Ja? Das ist ein wichtiges Detail übrigens. Ja? Es geht nicht darum, dass man immer alles exakt imitiert. Ja, das ist kein Wert darin, ob es jetzt Kamelhaar oder Ziegenhaar ist sozusagen. Ja, es gibt ja Leute, die wollen alles exakt genau so machen, bis ins letzte Detail, wie unsere Pioniere zum Beispiel. Ja? So, es geht um das Prinzip. Ja, Johannes der Täufer wusste, das Prinzip war einfache Kleidung. Ja. Eine Botschaft der Kleidungsreform. Ja. Das war sehr interessant. Ja. Absolut. Ja. Jetzt schaut, das ist interessant, nicht wahr? Das Äußere offenbart auch etwas von dem Inneren. Mit anderen Worten, wenn jemand den Geist und die Kraft Elias hat, dann wird er irgendwann auch die äußere Erscheinungsform von Elia sozusagen haben. Oder anders ausgedrückt,
Das, was ich glaube, drückt sich auch selbst in meiner Kleiderwahl aus. Es ist übrigens nicht andersrum. Es ist nicht dadurch, dass ich durch das Anziehen von Kamelhaar den Geist Elias bekomme. Aber jemand, der den Geist Elias hat, der wird auch in den äußeren Dingen des Lebens und Kleidung, Ernährung und so weiter Gottes Geist versuchen zu repräsentieren. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das wird manchmal immer so an den Rand gedrängt als unwichtig. Aber es ist gar nicht unwichtig. Und ich glaube, wenn wir sagen, wir sind der antitypische Elia, wir sind die letzte Bewegung, dann sollten wir das ernst nehmen. Sehr ernst nehmen. Auch dieses Prinzip, dass das, was wir in uns haben und das, was wir von außen sichtbar machen, dass das Konkurrenz sein muss. Nun, wofür sollte das Volk eigentlich vorbereitet werden? Das heißt doch, damit der Gott ein zugerüstetes Volk bereitet oder zurüstet. Wozu eigentlich sollte das vorbereitet sein oder zugerüstet sein? Ja, das war ja Johann seine Aufgabe. Aber wozu soll das Volk vorbereitet werden? Wozu soll es zugerüstet werden? Ja? Den Messias zu begrüßen, ja. Darauf vorzubereiten, dass der Messias kommt, könnt ihr euch noch irgendwas vorstellen, wozu sie noch vorbereitet werden? Ja, das war das Mittel. Aber warum sollte das Volk vorbereitet werden? Einmal, um den Messias anzuerkennen, aber gab es da noch mehr, was das Volk eigentlich tun sollte? Ja, das ist Mittel. Was war Gottes Ziel mit dem Volk Israel? Ein Licht sein für die anderen. Sie sollten vorbereitet sein, den Messias selbst anzunehmen, um dann seine Jünger und Apostel zu sein in die ganze Welt. Das ist uns bewusst, nicht wahr? Dass Gottes Plan war, dass die Juden, die Israeliten, eigentlich die Aufgabe hätten übernehmen sollen, die dann später die Jünger und die Apostel und dann die Urchristen gehabt haben. Das war Gottes Idee. Das war schon immer das Ziel, aber bis dahin waren sie ja selbst noch die Wartenden auf den Messias. Angenommen, sie wären treu gewesen und jetzt wäre der Messias gekommen mit all den Jahrhunderten an Prophezeiungen und an Erfahrung im Werk Gottes, wenn sie den Messias angenommen hätten, was meint ihr, was für kraftvolle Missionare sie gewesen wären? Ja, das Heiligtumsdenken war ja so tief in ihnen drinne. Ja, ganz anders als die griechischen Heiden, denen man erstmal das alles so von Grund auf an erklären musste, ja. Die dann natürlich das Beste getan haben, was sie konnten. Aber Gott hätte mit ihnen so viel erreichen können. Sie sollten vorbereitet sein für den Dienst. Nicht nur, um den Messias anzunehmen und sagen, hallo, du bist der Messias, sondern vorbereitet sein, für den Messias zu dienen in der ganzen Welt. Mhm. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Absolut. Ganz genau. Jetzt schaut mal in Lukas 1 und jetzt kommt der große Höhepunkt der Geschichte, nicht wahr? Also wir haben diesen Zacharias. Sein Name bedeutet Gott gedenkt. Ja? Er steht in dem Tempel, der an jeder Stelle, von allen Seiten, ein Symbol ist für den kommenden Messias. Ja, er sieht einen Engel vor sich, der Vers für Vers entweder Bibelverse zitiert oder darauf anspielt. Ja, und die ganzen Geschichten aus dem Alten Testament, ja, von Hannah und von Sarah und von der Frau von Manoah, sind alle im Hintergrund. Ja, er kennt die Geschichten alle. Und mit all dem, was er verbal und sichtbar all das hört und sieht und weiß, ja, stellt er jetzt folgende Frage. Er sagt, woran soll ich das erkennen? Mit anderen Worten, mein Name heißt zwar Gott gedenkt und all das, was du sagst, steht in der Bibel und das kenne ich auch vorwärts, rückwärts, aber kannst du mir irgendwas geben, woran ich das, also irgendein Zeichen, dass ich das auch weiß, dass es stimmt? Er schwimmt quasi in Beweisen und sieht sie nicht. Und das ist natürlich äußerst spannend. Übrigens, was ist seine Antwort hier? Denn ich bin ein was? Ein alter Mann und meine Frau ist in
fortgeschrittenem Alter. Jetzt, das ist fast wörtlich ein Zitat von wem? Abraham. Jetzt kannte der die Stelle. Natürlich. Mit anderen Worten, er weiß, ich bin in derselben Situation wie Abraham. Ich weiß, was Gott getan hat. Ich sehe einen Engel vor mir und sage jetzt, so wie Abraham, bevor er geglaubt hat, das geht nicht. Und das als Lehrer Israels. Und zwar der gläubigste aller Lehrer Israels. Ja, wir haben gesagt, er war schon, nicht wahr? Das zeigt, dass Leute, selbst die unglaublich weit gekommen sind in ihrem Leben mit Gott, nicht davor gefeit sind, selbst bei guten Botschaften, ja, es war nicht mal irgendwie eine Drangsal, es war keine Versuchung, ja, war nicht der Satan, der hinter mir war, selbst bei einer guten Botschaft in der Gegenwart Gottes in der Gefahr stehen, ihren Glauben zu verlieren, weil sie auf ihre eigene Schwachheit schauen und nicht auf Gottes Weisung. Der Luzifer hat seinen Glauben verloren, als er auf sich selbst geschaut hat, statt auf Gott. Und das ist immer gefährlich. Nun, in Vers, ach übrigens, wie alt war der Zacharias, könnt ihr schätzen? Vielleicht 80, ja? Also Menschen, die, also wenn es heißt fortgeschrittenes Alter oder ein alter Mann, die Formulierung, die verwendet wird, wird sonst verwendet für Leute, die so 70 sind wie David, 90 wie Sarah. Also wenn wir sagen, er war 70, dann ist das eine gute Schätzung. Vielleicht war er ein bisschen älter, ja? Und natürlich, menschlich gesehen sagen wir, das ist aussichtslos. Aber an der Stelle, nicht wahr, wo der wahrscheinlich gläubigste Priester im ganzen Volk sagt, mit all den Beweisen vor ihm, sichtbar, hörbar, um ihn herum, er selbst mit seinem Namen ein Beweis, er sagt, ich kann es nicht glauben. Jetzt zieht der Engel alle Register. Ist euch aufgefallen, dass der Engel sich bis dahin gar nicht identifiziert hat? Ja, er war gar nicht dazu gekommen zu sagen, wer er ist oder wo er herkommt, weil der Zacharias war so erschrocken, dass er gleich gesagt hat, fürchte dich nicht, ist alles gut, dein Gebet ist erhört, er geht gleich in die Botschaft über. Aber jetzt sagt er, schau mal her, dir ist wohl nicht bewusst, mit wem du redest. Ich bin Gabriel. Und spätestens an dem Moment muss es den wirklich aus den Socken gehauen haben. Denn Gabriel kommt in der Bibel, im Alten Testament, nur in einem Buch vor. In welchem Buch? Daniel. Und zwar mit Namen nur in zwei Kapiteln. In Daniel, Kapitel 8 und... In Daniel 8 kommt er, da wird ihm, da hört der Daniel, dass jemand gesagt bekommt, Gabriel, lege diesem das Gesicht aus. Dann kommt der Gabriel, erklärt ihm alles, nicht wahr? Mit dem Witter und dem Ziegenbock und dem kleinen Horn. Aber er erklärt ihm nicht alles. Und dann in Daniel, Kapitel... Also er erklärt ihm nicht alles in Daniel 8 und deswegen kommt er nochmal zurück in Daniel Kapitel 9, genau. Da sagt, ich sah den Mann Gabriel, der vor zu mir gesprochen hat, wie er schnell kam, als Daniel gebetet hat. Und dann sagt der Gabriel, du bist ein Vielgeliebter. Ja, und dann erklärt er ihm das. Und es stimmt, in Daniel 10 kommt er dann nochmal vor, aber nicht als Gabriel erwähnt, einfach nur noch als der Engel. Und damit ist er verknüpft mit der Weissagung. Daniel 9 ist die Weissagung auf den, wer wird da geweissagt? Also auf wen? Auf den Messias. Das, worüber er die ganze Zeit gebetet hat, ja? Er sagt, ich bin Gabriel, der damals zu Daniel gekommen ist und die Prophezeiung gegeben hat. Ich bin gekommen, um das Ende der Prophezeiung anzukündigen. Ja. Übrigens, wisst ihr, was Gabriel übersetzt heißt? Gabriel heißt übersetzt Mann Gottes. Und zwar Mann hier in einem Sinn, wie im Umgangssprachlichen, stellt euch vor, ihr habt einen Plan und ihr findet jemanden, der ganz gut geeignet dafür ist. Dann sagt ihr doch, sagt man manchmal so, du bist mein Mann. Ja, so ein Mann, der was kann, der so richtig, also ein Mann der Stärke. In dem Sinne ist es der Mann Gottes. Ja, Gott sagt also, dich kann ich gebrauchen für diese Aufgabe. Übrigens, wo steht, er steht vor Gott. Jetzt, was heißt das über seine Position? Gut formulieren, du hast schon im Prinzip richtig, aber das war nicht ganz korrekt formuliert. Er hat die Position von Luzifer eingenommen. Also er stand vor Gott, er steht vor Gott, er steht am Thron Gottes. Ja, das sicher. Woher wissen wir, dass Gabriel tatsächlich der höchste
aller guten Engel ist. Kennt ihr eine Bibelstelle, die es belegt, dass es niemand gibt, der mehr Kraft hat von den Engeln als Gabriel? Daniel, ganz genau. Schaut mal, Daniel 10. Daniel 10 und dort Vers 21. Da sagt der Gabriel, doch will ich dir verkünden, was in dem Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael. Ja? Also ihr kennt die Geschichte in Daniel 10, wo der Gabriel mit den Engeln kämpft von den Königen von Medien und Persien, nicht wahr? Und da diese Auseinandersetzung gibt, und er sagt, 3 Wochen lang habe ich gekämpft und dann kam Michael und dann gab es den Sieg. Nur Michael kann mir helfen. Alle anderen sind, also nicht wahr, ich brauche keinen von anderen rufen, weil wenn ich so nicht schaffe, dann schaffen es die anderen Engel auch nicht. Nur Michael. Und wer ist Michael? Michael ist Jesus. Das heißt, der höchste, der stärkste geschaffene Engel im Himmel ist Gabriel. Also ihr wisst, es gibt viele Engel in der Bibel und öfter kommen sie, und manchmal ist schon ein in Anführungsstrichen kleinerer Engel oder so, erregt großes Aufsehen. Aber wenn der höchste und wichtigste und größte Engel des Universums gesandt wird zur Erde, dann zeigt das etwas, welche Wichtigkeit diese Botschaft hat. Nun, er schaut sich, gehen wir noch zu Lukas. Lukas 1 und dort Vers 19 haben wir gerade gelesen. Er sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir da diese, was für eine Botschaft, diese frohe Botschaft, anderes Wort für frohe Botschaft, Evangelium. Übrigens, Gabriel ist später dann der Engel, der auch zu Johannes kommt. Auf die Offenbarung, auf Patmos, zur Offenbarung. Er ist der Engel, der zu Jesus ruft, komm hervor, nicht wahr? Genau, er wird zweimal geprüft in der Bibel, in der Offenbarung, wegen der Anbetung, weil sein Vorgänger als oberster Engel, der Luzifer, war an der Stelle gefallen, ja, und er bleibt treu. Ist ein ganz, ganz interessanter Engel. Genau, aber das ist so eine Nebengeschichte der Bibel. Also, aber da hört Gabriel nicht auf. Er sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, der König, also vor dem König, nicht wahr? Und dann Vers 20, und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Also warum wird der Zacharias jetzt stumm? Ja, also schaut mal, hat nicht Abraham denselben Fehler gemacht? Aber warum ist Abraham nicht stumm geworden? Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, den darf man nicht unterschätzen. Es gibt so oft diese Momente, wo wir sagen, und das stimmt ja auch, wir sagen, auch wir sind so froh, dass in der Bibel auch die großen Helden gefallen sind, dass sie gesündigt haben, weil dann können wir sehen, dass auch, weil sie Errettung bekommen haben, können auch wir hoffen, nicht wahr? Und natürlich, die Bibel zeichnet das Bild, um zu zeigen, auch die größten Glaubenshelden waren schwache Menschen. Ja? Aber es gibt einen Unterschied, ob ich eine Sünde zum ersten Mal tue oder eine Schwäche zeige, ohne dass ich mir ganz bewusst bin, was Gott tun kann, oder ob ich bereits den Beweis seiner Kraft in den Händen halte, weiß, vielleicht sogar von anderen für andere darüber gepredigt habe und dann trotzdem nicht glaube. Ja? Also, nun, der Zacharias war ja nicht gleich verloren. Ja, das ist ja nicht gleich, dass er das von Gott abgeschnitten war. Aber Gott macht schon einen Unterschied in der Bewertung von derselben Tat, je nachdem, was wir von ihm gewusst haben und was nicht. Ja, und das ist interessant. Das ist eine sehr schöne Geschichte, um das zu zeigen. Übrigens, kennt ihr noch eine Person in der Bibel, von der es heißt, dass sie stumm gemacht worden ist? Im Alten Testament? Schlag mal mit mir auf Hesekiel. Das ist relativ unbekannt. Aber der Zacharias hat das ganz, ganz, ganz sicher gewusst. Der war ja ein Priester, ein Lehrer des Gesetzes. Und Hesekiel hatte übrigens welchen Beruf?
Er war ein Prophet und er war auch eigentlich ein, wenn er nicht in Babylon gewesen wäre als Prophet, sondern in Jerusalem hätte bleiben können, dann wäre er ein, wisst ihr das? Ein Priester gewesen, genau. Also als Priester hat der Zacharias bestimmt auch eine besondere Affinität für solche Propheten wie Jeremia und Jesekiel gehabt, die Priester waren. Hesekiel 3 und dort Vers 26. Hesekiel 3 und dort Vers 26, dort heißt es, und ich will deine Zunge an deinem Gaumen kleben lassen, sodass du verstummst und sie nicht mehr zurechtweisen kannst, denn sie sind was? Ein widerspenstiges Volk. Das heißt, die Stummheit des Propheten war ein Zeichen für den Unglauben des Volkes. Das heißt, mit anderen Worten, es sieht so aus, als ob diese Geschichte von Zacharias nicht nur Zacharias selbst betrifft, sondern ausgewählt worden ist auch als ein Beispiel für den generellen Unglauben des Volkes. Denn der Priester war immer auch ein Repräsentant des Volkes. Ja, wir werden das nächste Mal sehen, welche Bedeutung das hat. Übrigens, wisst ihr, wann die Zunge von Hesekiel gelöst worden ist? Schaut mal in Hesekiel Kapitel 24. Hesekiel 24 und dort Vers 27. Und zwar heißt es, an jenem Tag wird dein Mund vor dem Entflohenen aufgetan werden, dass du reden und nicht mehr stumm sein wirst und du wirst für sie ein Zeichen sein und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Gott hatte zu ihm gesagt, wenn das eintrifft, was ich dir gesagt habe, wenn die Prophezeiung sich erfüllt, dann wird deine Stimme wieder gelöst werden. Wann sollte die Stimme von Zacharias gelöst werden? Wenn die Prophezeiung sich erfüllt. Ja, also auch hier eine Parallele, in dem Fall jetzt zum alttestamentlichen Propheten Hesekiel. Übrigens, kennt ihr noch andere Personen im Alten Testament, deren Unglaube, obwohl sie wirklich viel Gutes getan haben und glaubensmäßig wahrscheinlich mit die Helden des Alten Testamentes waren, deren Unglaube doch gleich sofort oder ziemlich deutlich bestraft worden ist? Mose, ja. Das ist ein ganz großes Beispiel. Das zeigt übrigens auch die Idee, dass Mose der Führer des Volkes war, für eine relativ kleine Sünde relativ deutlich gestraft worden ist, während das Volk, das zum Teil viel schlimmere Sünden getan hat, mehr verschont geworden ist. Ja. Gott macht nicht nur einen Unterschied in der Beurteilung, wie viel wir wissen, er macht auch einen Unterschied in der Beurteilung, welche Verantwortung wir haben. Ja. Dieselbe Sünde ist im Leben eines Verantwortlichen noch schlimmer vor Gott als in einem, der vielleicht einfach nur in Anführungsstrichen normales Glied ist. Oh, natürlich, er hat ihn ja gleich auferweckt. Naja, Moment mal. Bist du schon mal gefragt worden, dein Kind zu opfern? Ellen White sagt, es war der härteste Test, den jemals ein Mensch erlebt hat. Was der die 3 Tage erlebt hat, war wahrscheinlich Strafe genug für seine Sünde. Also, ich verstehe, wie du meinst. Ich weiß, aber Ellen White sagt uns übrigens, dass hätte er gleich sofort Gott gehorcht, hätte diese Geschichte in der Form 1. Mose 22 nie stattgefunden. Das heißt, Der Verlust oder der Glaubensmangel, der ist durch eine schwierige Situation, muss der dann gelernt werden. Also der Glaube. Das ist die Idee, wenn wir in einfachen Situationen das nicht lernen, was wir lernen sollen, müssen wir es unter schwierigen Situationen lernen. Das ist an der Endzeit ein großes Thema. Okay, kommen wir gleich nochmal. Ja. Schauen wir noch ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, Lukas 1 an. Lukas 1 und dort Vers 21. Ja, das ging wohl relativ lange vor sich, dieses Gespräch da mit dem Engel. Und es heißt in Vers 21, und das Volk wartete auf Zacharias und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Die jüdischen Traditionen sagen uns, dass die Priester relativ kurz im Tempel sein sollten. Weiß jemand warum? Warum die nicht zu lange sich aufhalten sollten?
Ja, gut, Gottes Gegenwart war ja nicht mehr sichtbar dort im Allerheiligsten, die Schechina war nicht mehr da. Ja. Aber gibt es noch vielleicht einen anderen Grund? Aber trotzdem hat Gott natürlich sich offenbart, immer wieder mal auch. Ja. Der Grund war einfach, also ähnlich damit verbunden, dass wenn der zu lange drin blieb, hat das Volk angefangen zu befürchten, dass der Priester dort umgekommen ist. Weil dort konnte ja sonst niemand so einfach rein. Ja, manche, es gibt ja diese Tradition, dass manche da mit diesem Seil dann reingegangen sind, dass wenn er dann stirbt, weil er eine unvergebene Sünde hat, dass man ihn rausziehen kann sozusagen. Ja? Und deswegen, solange, wenn da jemand in dem Tempel blieb, länger als normal, dann hat man angefangen, sich Sorgen zu machen. Ist er vielleicht umgekommen? Hat Gott ihn vielleicht mit einem Gericht bestraft? Was ist passiert? Und so heißt es hier, sie warteten und warteten. Im Griechischen heißt es, es zog sich hin. Ja, sie haben lange gewartet. Worauf haben sie denn eigentlich gewartet? Dass er rauskommt, aber was haben sie davon gehabt, dass er rauskommt? Warum sind sie nicht einfach so gegangen? Sie haben auf den Segen gewartet. Der Gottesdienst war nicht zu Ende ohne den Segen von dem herauskommenden Zacharias. In dem Fall war er jetzt mal der Ersehnte sozusagen. Ja, sie haben auf ihn gewartet, auf den Segen. Und naja, dann heißt es in Vers 22, als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Was impliziert das? Weil das heißt, er konnte nicht zu ihnen reden. Sehen konnte er sie schon. Also was impliziert das, wenn das heißt, er kam heraus und er konnte nicht reden? Sie haben sich erfüllt, ja klar. Also ich weiß nicht, ob ich das mir nur reinlese, aber ich habe den Eindruck, er hat es versucht, oder? Er konnte nicht, ja. Mit anderen Worten, er kommt heraus, vielleicht hat er seine Hände gehoben, ja, und vielleicht doch versucht, ja. Nix. Ja? Er konnte nicht, ja. Übrigens, Ellen White sagt uns, dass die Aufgabe des Priesters bestand, im Tempel ja für das Volk zu beten, ja, für die Sünden also die nationalen Sünden und für die Ankunft des Messias. Und sie sagt, nach diesem Gespräch konnte er dieses Gebet nicht mehr beten. Ja? Er sollte ja dort niederknien im Tempel und für das Volk beten und er konnte nicht beten, weil er konnte nicht mehr sprechen. Er konnte im Herzen zwar noch beten, aber es konnte nicht mehr ausgesprochen werden. Ja? Er konnte nicht. Und naja, da war deutlich, das war wirklich Gabriel, nicht wahr? Der hat das. Und dann die Frage ist, war das nicht kontraproduktiv für Gott? Er hat doch seinen höchsten Engel in die Hauptstadt seines Volkes geschickt, in den Tempel, der gerade neu renoviert, also neu ausgebaut war, das Highlight des Römischen Reiches, ja. Tausende von Menschen dort. Das hat auch Gott bestimmt gemacht, um sozusagen so vielen Menschen wie möglich anzukündigen, jetzt geht es weiter mit der Prophetie, jetzt kommt der, nicht wahr? Gott wollte doch, dass so viele das erreichen. Das war doch kontraproduktiv, wenn er gar nicht reden konnte. Es war ein Wunder, ja? Genau. Stellt euch vor, da kommen die Leute nach Hause und sagen, stell dir vor, was mir passiert ist. Ich war beim Morgengebet nicht da. Und wir haben gewartet und gewartet und gewartet. Und dann kam der Priester heraus. Und in der Bibel heißt es ja, sie merkten, dass er eine Erscheinung gesehen hatte. Woran haben sie das gemerkt? Seine Fröhlichkeit, naja, also seine Fröhlichkeit war wahrscheinlich gemischt, nicht wahr? Genau, es waren nicht mehr die Zeichensprache, die kam erst danach, sondern er hat so wie Mose das Angesicht, also die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt. Und dann haben sie wahrscheinlich zu Hause erzählt: Stell dir vor, der Priester kam heraus und so wie es in der Bibel steht, so wie vor 1500 Jahren, der Mose, so hat er geleuchtet. Und dann hat er so Zeichensprache gemacht. Und mit der Zeichensprache hat er uns erklärt, dass er ein Engel war. Und vielleicht hat er was aufgeschrieben noch so, ja? So in Aramäisch. Und hat geschrieben, das war Gabriel. Stell dir vor, Gabriel ist da gewesen, ja? Also das muss in Windeseile durch die ganze Stadt sich verbreitet haben, durchs ganze Land, ja? Und damit hat Gott, obwohl er seinen Sprecher Zacharias bestraft, trotzdem noch sein Ziel erreicht. Ja, das ist, wie toll Gott ist, nicht wahr? Er verbindet das alles miteinander. Schaut mal Vers 23 und das ist wirklich außergewöhnlich. Also das
Vers, ach übrigens, wisst ihr, was der Segen, wie der Segen geht, den das Volk erwartet hatte? Der aaronitische Segen, 4. Mose 6. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt, die stehen da draußen, diese Israeliten, tausend Israeliten, die haben das Jahr ein Jahr aus, Tag ein, Tag aus, immer wieder das Gleiche, wie im Gottesdienst. Es gibt manche Dinge, die sind immer wieder das Gleiche. Ja? Man kann, es geht manchmal schon hier rein und da raus, weil es immer dieselben Formulierungen sind. Ja? Und sie kommen und warten und warten und warten. Er kommt raus und sie sagen, naja, sie denken in ihrem Kopf wahrscheinlich, jetzt heißt es gleich wieder, der Herr segne und behüte dich, der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dich. Und dann kann er nicht reden. Und dann, aber dann denken sie wahrscheinlich im Kopf, ja, das müsste er doch jetzt eigentlich sagen. Aber während sie es nicht hören, sehen sie den Segen. Ja? Sie sehen das Angesicht Gottes, das leuchtet über ihnen. Ja? Durch, wieder gespiegelt von Zacharias. Naja, aber was mich wirklich umgehauen hat, ist Vers 23. Meistens hört die Geschichte hier auf, oder? In den Kinderbibeln hört die Geschichte da auf. Aber schaut mal, was Vers 23 steht. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren. Frage, wenn ihr 70 seid, jetzt muss ich mal an die Männer sprechen, und ihr seid 70, ja, und ihr seid im Tempel und habt gerade mit dem Engel Gabriel gesprochen, mit dem vorher nur Daniel gesprochen hat, in Jahrtausenden von Menschheitsgeschichte, ja. Und er sagt euch, dass ihr die Aufgabe habt, den Vorläufer des Messias zu zeugen, den verheißenen Propheten Elia. Und ihr wisst, ihr seid 70 Jahre alt. Was hättet ihr wohl gemacht? Ich glaube, wir hätten wohl alle gesagt, wisst ihr was, liebe, ich habe meinen Dienst ja schon, ich bin ja schon mal da gewesen im Tempel, ich habe meine Dienste voll, ich habe was Wichtigeres zu tun, oder? Und was sagt er? Er blieb die Tage, bis sein Dienst vollendet war. Die Tradition sagt uns, der Dienst wurde immer am Sabbat gewechselt. Ja? Sabbatvormittag war noch die alte Garde und Sabbatabend dann die neue Garde dran. Ja? Die haben immer Sabbat gewechselt. Und er hat wohl mehrere Tage dann noch am Tempel ausgeharrt, obwohl er selbst nicht mehr in den Tempel hineingegangen ist. Das waren jetzt andere, die ausgelost worden sind. Ja? Aber er hat andere Aufgaben gehabt, Dienstaufgaben, kleine Aufgaben. Ja? Und das ist eine wichtige Lektion. Egal wie wichtig die Aufgabe ist, die wir haben, es muss immer ordentlich geschehen. Ja, das stimmt. Ja, also es hat ihn. Ja, das stimmt. Er hat der Punkt bei Daniel war ja, er hat etwas nicht verstanden. Es hat ihn, der Inhalt hat ihn so mitgenommen. Ja, diese 2300 Jahre. Ja, aber das war ja hier, das war eine frohe Botschaft. Ja, das war nichts schwer Verdauliches eigentlich. Ja, aber er wartet, bis der Dienst zu Ende gegangen ist. Übrigens, die Jünger, als sie von Jesus berufen worden sind, haben auch die Boote erst ans Ufer gebracht. Nicht wahr? Erst die eine Aufgabe zu Ende gebracht. Und dann das Neue angefangen. So wichtig es auch war, ja, aber nichts überstürzt, nichts fanatisch, nichts einfach so, so querfeldein. Ja. Interessant. Naja, dann ging er heim. Wahrscheinlich hat er nicht lange Umwege genommen. Und dann heißt es in Vers 24, interessanterweise, aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Und sie verbarg sich 5 Monate und sprach, Vers 25, so hat der Herr an mir gehandelt, in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Was fällt euch auf an diesen Worten, an diesen Versen 24 und 25? Man geht da sehr genau auf sie ein. Sonst, wenn wir die Geschichte erzählen, lassen wir sie meistens weg, nicht wahr? Mir scheint so, dass sie wahrscheinlich mehr Glauben gehabt hat in der Geschichte als er. Ja, denn sie muss auch Glauben gehabt haben. Ja. Die Bibel sagt auch, dass Sarah durch Glauben Isaac bekommen hat. Ja. Warum hat sie sich wohl 5 Monate verborgen? Vielleicht Schutz? Ja. Das Kind sollte ja möglichst unbeschadet von weltlichen Einflüssen aufwachsen. Und ihr wisst, die Erziehung eines Kindes beginnt eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo es gezeugt wird. Ja. Das ist ja schon in der Schwangerschaft gibt es so viele Eindrücke, nicht wahr? Und sie hat sich wohl zurückgezogen. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Erklärung. Habt ihr noch eine andere Idee, warum sie sich verborgen hat? Also ich glaube, sie wollte auch nicht so gespeckt werden, weil sie ja doch ziemlich im Alter war und weil sie da schwanger war.
Oft ist, ob sie, vielleicht haben, ich weiß nicht, ob das Spott gewesen wäre, vielleicht wäre das ja eigentlich ein Grund zur Freude gewesen. Sie haben jahrzehntelang dafür gebetet und es war ja im Judentum eine Schmach, kein Kind zu haben. Und jetzt kurz vor Lebensende doch noch, deswegen sagt sie ja, der Herr hat an mir gehandelt, er hat mich angesehen, er hat meine Schmach von mir genommen. Sie hätte ja sagen können, schaut her, endlich ist meine Schmach von mir genommen. Haben wir noch eine Idee, warum sie sich verborgen hat? 5 Monate heißt das, ja? Nicht 9 Monate, 5 Monate sich verborgen. Zu schützen. Du hast was Interessantes gesagt. Die ersten 4 Monate nicht so viel. Das heißt, sie hat relativ schnell gemerkt, dass sie schwanger ist, aber sie ist nicht in der Gegend umhergelaufen und sagt, ich bin schwanger. Sondern sie hat gewartet bis zu dem Zeitpunkt, wo es offensichtlich ist und damit Gott sozusagen das sozusagen wirklich deutlich wird, Gott hat es von ihr genommen, diese Schmach. Ja? Mit anderen Worten, sie hat die Aufmerksamkeit so ein bisschen von sich weggelenkt, einfach gewartet, naja, wenn es soweit ist, wenn es sichtbar ist, dann werden es die Menschen ohnehin merken. Ich muss ihnen jetzt nicht sagen, schaut, was Gott getan hat. Ja. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht hat sie sich auch deswegen zurückgezogen, nicht wahr? Dass sie nicht ständig erklären muss, warum ihr Mann schweigt. Ja. Aber auf jeden Fall, die Verbindung hier von Vers 24, 25 macht deutlich, dass es wohl Gottes Handeln ist, ja, dass Gott an ihr gehandelt hat, dass sie dazu bewogen hat. Und naja, ein Grund ist auf jeden Fall auch, dass es wahrscheinlich eine Brücke bildet, diese 5 Monate werden erwähnt, weil das dann die nächste Geschichte beginnt im 6. Monat. Ja, also jetzt vergehen 5 Monate von hier, wo sie sich zurückzieht, betet, nicht wahr, sich vorbereitet, dass das Kind wird bald geboren werden. Und dann ein halbes Jahr später geht die Geschichte weiter. Der Gabriel, nicht wahr, war in den Himmel wieder zurückgegangen, nicht wahr? Der wusste ja nicht, was passieren würde, als Gott ihn gesandt hat. Ja, Gott hat ihm nur gesagt, geh hin und berichte dem Zacharias, der Vorläufer wird geboren. Ja? Und ich kann mir vorstellen, wie der Gabriel in den Himmel gekommen ist und gesagt hat, naja, weißt du was, da war der treueste und bestinformierteste und gläubigste Priester im ganzen Land und der hat mir nicht geglaubt. Also wenn der nicht glaubt, wer soll überhaupt glauben? Ja? Und dann sagt Gott, weißt du was, in einem halben Jahr sende ich dich nochmal. Aber nicht zu einem Priester. Und nicht nach Israel, also nicht nach Jerusalem. Und dann wirst du sehen, was Glaube ist. Aber das werden wir das nächste Mal anschauen. Dann nächste Woche die Verse 26 bis 38. Der Gabriel kommt ein halbes Jahr später wieder. Und wenn ihr schon mal ein bisschen vorliest, dann werdet ihr sehen, da gibt es interessante Bezüge von der jetzt folgenden Geschichte zu der, die wir gerade angeschaut haben. Ja. Halten wir fest, Gott hat wirklich sehr deutlich zu Beginn des Evangeliums in der Hauptstadt mit dem höchsten Engel, den es gab, dem im Tempel die ganze Sache angekündigt. Aber Unglaube war das eigentliche Hindernis. Und von Anfang an beginnt die Geschichte damit, dass Gott alles tut, was man nur tun kann, aber der Unglaube so ein Hindernis ist, was Leute daran hindern kann, das anzunehmen. Und das wird sich natürlich jetzt in der ganzen Evangeliumsgeschichte immer wieder zeigen, ja, rauf und runter. Wollen noch gemeinsam beten? Zum Abschluss, lasst uns dazu niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort lesen konnten, dass wir es studieren konnten und dass wir sehen konnten, wie wichtig es ist, deinem Wort zu glauben. Und manchmal passiert uns das auch, dass wir überschüttet sind mit Beweisen deiner Liebe und deiner Gnade und auch biblischen Verheißungen, von denen wir sagen, dass wir sie glauben und dann wir doch daran zweifeln, ob sie für unser Leben auch gelten. Bitte vergib uns und hilf uns, dass wir deinem Wort vertrauen, weil es solche Vollmacht hat, damit wir ein Zeugnis geben können und nicht stumm sind, so wie Zacharias. Und bitte bereite du uns vor für unsere Mission, die du uns gegeben hast, die genauso wie Johannes der Täufer diejenige ist, Menschen vorzubereiten auf die Wiederkunft. So möchten wir dich bitten, dass wir sowohl was unsere geistliche Verfassung als auch unsere äußerliche, körperliche Verfassung darauf von dir vorbereitet werden und ein wirklich echtes Zeugnis sind für deine Reform und deine umwandelnde Liebe. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen.